Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem Champions League Mix Würfel Dwarf Challenge auf meinem Kanal. Es ist keine normale Würfel Dwarf Challenge, sondern tada, Siri entscheidet, Leute. Siri entscheidet und Siri würfelt quasi für uns virtuell. Ihr kennt das, das gab es schon ein paar Mal jetzt. Das kommt immer sehr gut bei euch an, wenn Siri entscheiden darf und Siri mich ab und zu mal hops nimmt. Auf jeden Fall habe ich hier die Matchdex Extra Serie. Ich habe die Champions League Sticker, ich habe die FIFA 365 und die FIFA 365-220 Sticker. Das Ganze immer ja abwechselnd. Ich glaube insgesamt 3 Champions League Matchdex Extra und von jeder anderen Serie 2 Packs insgesamt. Genau, und am anderen haben wir 11 Spieler auf dem Tisch und ihr entscheidet dann unten in den Kommentaren. Ne? 0 bis 10, bewertet das Team. Und ihr wisst ja, wie der Hase läuft, ne? Und mal gucken, wir fragen erstmal Siri. Hey Siri, wie geht's dir heute? Alles super, danke. Und dir? Danke Siri, mir geht's auch gut. Das freut mich sehr. Ja, das freut Siri sehr. Mal gucken, hey Siri, würfel bitte. Hey Siri, würfel bitte. Okay, 2. Okay, Siri möchte als erstes die 2. Und die 2 im Matchdex Extra Pack. Das könnte sogar. Ist es nicht die 2 immer? Ne, die erste Karte ist die Powerkarte. Schade. Aber Champions League Serie kann immer knallen. Hier den Online-Code. Der schnellste, der den abschreibt, kann den einlösen. So, wir haben Ajax Amsterdam verpasst und bekommen Napoli-Stürmer. Ja, Dries Mertens. Warum nicht? Dries Mertens im Sturm. Kann man machen. Rodrigo hier noch. Dann haben wir Alderweireld verpasst. Mendes und Aua. Aua. Als nächstes haben wir Champions League Sticker. Hey Siri, würfel bitte. Es wird gewürfelt. Die 4. Die 4 möchte Siri haben. Okay, und was Siri haben möchte, das setzen wir natürlich in die Tat um. Und die 4 bedeutet, das ist der Sticker vor dem Logo und es ist Leon Goretzka und mit ihm kann man definitiv gar nichts falsch machen. Leon Goretzka, ein sehr, sehr, sehr guter Mann von den Bayern, stelle ich sehr gern rein in unser Team. Hey Siri, würfel bitte. Es ist die 3. Es ist die 3 im FIFA 365 Pack. So. Übrigens, ist es euch aufgefallen, wenn ihr euch die allerersten FIFA 365 Unboxings anschaut, ne, wo die Serie erschienen ist, da waren die Booster noch nicht so zackig. Ich glaube, Panini hat zwischenzeitlich dann ihre Maschinen erneuert und die Booster sind jetzt hier zackig. Das ist mir aufgefallen, Leute. Wie sagt man? Detective United hier. Detective Packs United. 1, 2 und 3 ist das Paris-Logo. Bedeutet, ich darf mir den Spieler aussuchen. Und ich nehme... Soll ich Onana mitnehmen? Ja komm, ich nehme Onana mit, Leute. Haben wir schon mal einen Keeper, zwar nicht den besten, aber wenigstens... Ja, Onana ist, ich sag mal so, Durchschnitt und etwas besser als der Durchschnitt, sagen wir es mal so. Und so, hey Siri, würfel bitte. Ich würfele. Alles klar, die 4. Die 4, okay. Die 4 aus dem FIFA 365 Sticker Pack. So, wen haben wir da drin? Ja, wir haben auch da wieder Onana drin. Nicht hier, sondern da ist er. Onana. Aber die 4 ist... Ach du Heilige. Oh, wieso nicht die 5? Aguero, Jesus, Sterling. Nein, ich bekomme diesen Sticker hier. Mann, 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 Mann. Ja, ich nehme Ben Romdane mit und stelle ihn ins zentrale Mittelfeld. Ich habe keine Ahnung, wo der normalerweise spielt. Der ist 99 geboren. Der ist 3 Jahre jünger als ich. Und der ist in der FIFA 95 Sticker Serie und ich nicht. Hey Siri, würfel bitte. Hoppala, der Würfel ist unter den Tisch gerollt. Ich weiß nicht, was das soll, aber Siri muss mich jedes Mal in einem Video jedes Mal so hops nehmen. Ne? Hoppala, der Würfel ist unter dem Tisch gerollt. Lächerlich ist das. Hey Siri, würfel bitte. Ich würfele. Alles klar, die 1. Die 1. Die 1 im Champions League Sticker Pack. So, wer wird's dieses Mal? Oh, sehr gut. Es wird... Ja, der Signal Iduna Park. Das Westfalenstadion.
Die 1 bedeutet, ich darf mir den Sticker aussuchen. Und ich hoffe, dass jetzt noch ein halbwegs guter Spieler, jawohl, Eriksen und Axel Witzel. Und aufgrund der aktuellen Positionen würde ich sagen, nehme ich Eriksen mit ins zentrale offensive Mittelfeld, stelle ich ihn. Witzel kann ich am Ende noch gegen Ben Romdane tauschen, sollte ich dann noch niemand anderes Besseren gezogen haben als Axel Witzel. Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 2. Okay, dankeschön. Die Nummer 2, es ist die Sigli und die 2 ist Marc-André Ter Stegen und das, wie ich mich hier gerade entschieden habe mit Onana, war falsch. Weil ich jetzt ja Ter Stegen habe, stelle ich als Innenverteidiger auf, tausche ich dann am Ende mit Onana, dann habe ich Ter Stegen im Kasten, deutlich besser als Onana. Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 3. Eine 3, okay. 3 im FIFA 365 Sticker Pack. Und was Siri möchte, das machen wir natürlich. So, 1, 2 und 3. Es ist Nassim Boujelab und Amine Harit. Und wen nehme ich davon mit? Nassim Boujelab nehme ich mit. Aber nur, weil ich den dann mit Romdane tausche, ist eigentlich auch Wurst. Weil den tausche ich ja sowieso dann wieder mit Axel Witzel. Und guckt euch mal diesen Sticker an. Suarez, Griezmann, Messi. Da kann man nur von träumen. Mbappé, Cavani, Di Maria. Ja, Moinski. Ich weiß ja schon, wer bei uns im Sturm stehen wird. Einfach den goldenen Sticker nehmen. Griezmann, Suarez, Messi. Alle drei austauschen. Mertens weg. So, hey Siri, würfel bitte. Hey Siri, würfel bitte. 2. Okay, die 2. Ist eigentlich vollkommen egal. Ich gucke ja vorher nicht ins Pack rein. Aber ich hätte gedacht, Siri sagt dieses Mal die 5. Aber es war die 2. Und die 2 ist hier Online-Code. Den könnt ihr euch wieder abschreiben, wenn ihr es wollt. Und die 2 ist jemand von Liverpool. Arnold van Dijk wäre geil. Robertson wäre auch geil. Und es ist Joe Gomez. Ja. 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 Hakimi, Kandreva, Akanji und Carvajal. Ich hätte lieber Robertson, Arnold oder Van Dijk mitgenommen, aber Joe Gomez. Ja, okay, 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 okay. Hey Siri, würfel bitte. Ich würfele. Alles klar, die 6. Die 6. Die 6 im Champions League Sticker Pack. Und die 6 gibt es nicht, bedeutet, ich darf mir den Sticker aussuchen, weil es gibt ja nur 5. Und es ist Rakitic dabei, es ist Mané dabei, es ist Konaté, Herrera. Und die Entscheidung ist ganz klar, Sadio Mané nehme ich mit, stelle ich in den linken Flügel. Und das war eine sehr, sehr gute Auswahl, Siri. Hey Siri, vielen Dank dafür. Hey Siri, vielen Dank dafür. Nicht der Rede wert. Hey Siri, kannst du ein Lied für uns singen? Okay, wenn du darauf bestehst. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Hey Siri, das war nicht toll. Hey Siri, deine Gesangskünste. Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher. Hey Siri, stopp! Okay. Hey Siri, deine Gesangskünste waren nicht toll. Du hast keine Gesangmusik. Hey Siri, jetzt würfel bitte. Ich kann dir helfen, Casinos zu finden, wenn du die Ortungsdienste aktivierst. Hey Siri, würfel bitte. 1. Junge, meine Fresse, das ist doch lächerlich hier. Und die 1 ist, ja, danke dafür, Siri, ey. Ohne Witz. Ohne Witz hier, ey. Ja, Martinez Quarta, rechter Flügel, zack. Jetzt brauche ich noch einen Linksverteidiger. Bitte Siri, jetzt mal etwas Ordentliches im letzten Champions League Pack. Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 6. Die 6 und es gibt 6 Karten im Champions League Pack und das ist direkt die erste Karte. Ja, und das ist Lyon. Nein, Lyon Stürmer, danke dafür Siri. Ich habe jetzt einen Lyon Stürmer als Verteidiger, danke. Dembélé als Linksverteidiger. Top. So, dann haben wir hier Milik, Haidara, Vinicius Junior, Jason Denaya und Abdou Diallo. So, jetzt muss Siri punkten. Hey Siri, würfel bitte.
Ich würfele. Alles klar, die 6. Wieso jetzt die 6? Jetzt darf ich 6 mal hin und her tauschen. Hey Siri, würfel bitte. Die Würfel sind gefallen. Und es ist die 1. Ah, die 1! Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Ey, wir dürfen 6 mal hin und her tauschen. Ich muss nicht 6 mal hin und her tauschen hier. Ja, ich stelle Bujelab hier als zentralen Mittelfeldspieler auf. Ich tausche Joe Gomez dann dahin. Dann tausche ich Ter Stegen mit Onana. Zack. Onana als Innenverteidiger läuft bei uns. Und was anderes kann ich jetzt nicht machen, ne? Und den Spieler, den ich jetzt hier noch reinstelle, ist Lionel Messi, Leute. Lionel Messi kommt bei uns ins Team. Und guckt euch mal unsere Traum... Also Sturm, Mittelfeld, Top, Top, Torhüter, Top und Abwehr, Floppy. Guckt euch das an, ne? Also Mané, Mertens, Messi, Eriksen, Goretzka, Bujelab, Ben... Romdane, Gomez ist auch noch gut. Onana als Torhüter, als Innenverteidiger. Dembélé als Stürmer, als Linksverteidiger. Und im Torkasten natürlich Ter Stegen. Also man kann ja nicht bei jeder Würfel-Draft-Challenge Glück haben. Aber Siri, das war auch das letzte Mal, dass Siri hier das Draft entschieden hat. Ne? Absolut frech, Leute. Bewertet das Team von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Duell, beim nächsten Unboxing-Battle, bei der nächsten Draft-Challenge wieder. Ich freue mich auf euch. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.